Moinsen, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Skill-Tutorial hier auf diesem Channel, Leute. Heute wird sich alles um den Prones zu Prones drehen, also den Hacke zu Hacke. Ich nenne ihn Prones zu Prones, weil er einfach, finde ich, schöner klingt so. Grüße gehen raus an ihn. Und dieser Skill ist einfach ein krasser Skill, wenn ihr zum Beispiel mitten im Skillrun seid und ihn quasi auch ausschmücken möchtet oder halt einfach einen kleinen Pace-Boost haben möchtet, der euch auf jeden Fall gibt. Aber auch gut, um den Gegner fernzuhalten oder zu täuschen, weil er vielleicht denkt, ihr passt den Ball oder ihr wechselt die Richtung, dabei geht er einfach nur geradeaus. Zum Control, dieser Skill ist ziemlich einfach, ihr nutzt nur den rechten Stick hier. Und wie gesagt, bei jedem anderen Skill auch ist die Laufrichtung essentiell. Wir laufen hier einfallshalber mal geradeaus mit Ronaldo. Dann müsst ihr den rechten Flick hier natürlich flicken, das Timing ist sehr wichtig. Ihr flickt den Stick nach oben und dann direkt nach unten, das heißt in die Laufrichtung und dann entgegengesetzte Laufrichtung. Dann performt ihr einen Hacke zu Hacke, wie folgt, nach oben und dann nach unten, ne? Das heißt den hier. Und das heißt wirklich nicht schwer, Leute. Ihr läuft jetzt zum Beispiel, macht den Hacke zu Hacke, macht ihn nochmal, macht ihn nochmal, macht ihn nochmal. Steht ihr vorm Tor, könnt den Ball reinschießen. Das ist wirklich kein schwieriger Skill, nichtsdestotrotz ist es schwer, ihn am Anfang im Spiel einzubringen, weil ihr quasi euch konzentrieren müsst, wie er ausgeführt wird. Hier noch einmal das Beispiel, wenn wir nach links laufen, dann in die Laufrichtung und entgegengesetzt, dann wenn wir nach rechts laufen, Laufrichtung entgegengesetzt, oder wenn wir nach hinten laufen, Leute, Laufrichtung entgegengesetzt. Wie gesagt, ihr müsst es schon ein wenig schnell ausführen, damit er den Ball pflegt. Trotzdem sehr einfacher Skill. Grabt euch den Controller, macht ihn nach. Ihr werdet sehen, ihr werdet schnell Erfolg spüren. Von daher würde ich sagen, zeige ich euch direkt die Highlights mit diesem Skill, den ich eigentlich nur in Skillruns einbinde. Wie gesagt, schaut rein, genießt die Show und Peace. So, meine Freunde, wir gehen hier direkt in die Highlights. Und hier ist es Paul Pogba, der uns den Skill nochmal in Slow Motion zeigt. Hier der Prone zu Prones. Und hier seht ihr auch schon, Pogba übrigens geiler Skiller, by the way. Hier ist es Ibrahimovic, der den Skill einfach mal nutzt, um den Gegner ein bisschen zu täuschen. Der Gegner denkt, wir ziehen schon direkt rein, damit wir den Ball aufs Tor bringen. Aber nein, wir machen erstmal die Hacke zur Hacke, täuschen den Gegner und machen dann, wie gesagt, den Bolasi-Flick mit dem Volley einfach mal rein. Ibrahimovic, krasser Skiller. Ist übrigens der 92er. Hier gibt euch nochmal einen Kuss auf die Nuss. Hier ist es Nani, der den Skill auf jeden Fall nutzt, um den Skill ein bisschen auszuschmücken hier. Hacke zu Hacke, geht am Gegner vorbei mit dem Roulette, dann nochmal ein Hacke zu Hacke, damit der Gegner den Ball nicht bekommt. Ein bisschen gerappt. wie gesagt, ihr kriegt dadurch auch ein bisschen Pace Boost, muss man ganz klar sagen. Und dann hier nochmal Hacke zu Hacke. Der Gegner denkt, ihr wechselt jetzt zum Beispiel die Laufrichtung oder passt den Ball ab, dabei macht er einfach nur ein Hacke zu Hacke, damit ihr ihn auf jeden Fall täuschen könnt. Hier zweimal hintereinander, die Gegner auf jeden Fall vernascht damit. Vermascht auf jeden Fall. Hier machen wir den Ball nochmal rein mit einem erweiterten Rainbow Flick. Skill Tutorial dazu kommt auch nochmal. Hier sehen wir den letzten Hacke zu Hacke mit dem Ball. Gehen schön am Gegner vorbei. Keine Chance gab der Typ. Hier ein geiler Rainbow Flick und ein Volley ins lange Eck. Ich hoffe, das Skill Tutorial war euch hilfreich und ihr habt auf jeden Fall was gelernt. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.